Das Geheimnis ist gelüftet und es verbreitet sich überall. Worum geht es? Manche sagen, es ist der Schlüssel zur größten Schatztruhe, der universellen Kraft. Dass man es für die Erfüllung seiner Träume und Wünsche einsetzen kann. Stimmt das? Die Befürworter des Geheimnisses, das auch Gesetz der Anziehung heißt, verbinden damit Erfolgsgeschichten, die einem bekannt vorkommen. Ich weiß nicht, wie oft mein Herz gebrochen wurde. Das Gesetz der Anziehung hat alles verändert. Ich habe gelernt, wie ich die Liebe, die ich mir wünschte, anziehen konnte. Und jetzt heirate ich meinen Traummann. In meinem Job bist du raus, wenn du nichts verkaufst. Alles wurde anders, als ich dieses, das Universum bestimmende Geheimnis begriff. Das Gesetz der Anziehung. Das ist unser Traumhaus. Wir hätten es fast verloren, weil wir es nicht bezahlen konnten. Zum Glück lernten wir das Gesetz der Anziehung kennen. Jetzt haben wir Geld auf der Bank, das Haus ist sicher und wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft. Ist hier etwas Geheimnisvolles am Werk? Ist es eine kosmische Kraft, die jeder für seine Wünsche einsetzen kann? Wer an das Gesetz der Anziehung glaubt, sagt ja. Woher kommt aber diese Kraft? Für Christen ist der Gott der Bibel die eine wahre Kraft im Universum. Haben Gott und das Gesetz der Anziehung etwas Gemeinsames? Oder ist es unvereinbar mit dem Christentum? Was ist es überhaupt? Manche warnen Christen vor diesem sogenannten Geheimnis. Ist es übertrieben? Könnte es sein, dass es doch etwas gibt, das jeder unabhängig von seinem Glauben nutzen kann? Oder gibt es einen besseren und biblisch gegründeten Zugang zum Leben, den dieses Geheimnis ausklammert? Drei neugierige junge Leute wollen mehr dazu herausfinden. Wir werden uns an ihre Fersen heften. Was ist das? Unser nächster Auftrag. Das Universum erfüllt deine tiefsten Wünsche. Du musst nur fragen, was heißt das? Ist das ernst gemeint? Wir werden es herausfinden. Ist das Gesetz der Anziehung die einfache Lösung, nach der sich so viele sehnen? Oder steckt mehr dahinter? Wir wollen untersuchen, was hinter dem Geheimnis steckt, was Wahrheit und was Erfindung ist und ob es eine universelle Kraft gibt, die für uns arbeitet. Steckt mehr hinter dem Geheimnis? Wir wollen es herausfinden. Jeder will gerne vorankommen, vielleicht eine bessere Zukunft finden. Wäre es nicht großartig, wenn wir alles bekämen, was wir wollen, nur dadurch, dass wir daran denken? So behauptet es das Gesetz der Anziehung. Pete, Hope und Eddie wollen für eine College-Zeitung herausfinden, ob es tatsächlich funktioniert. Das ist besonders interessant, weil die drei völlig unterschiedliche Standpunkte vertreten. Hope ist eine bibelgläubige Christin. Pete ist New Ager und glaubt an alles, was ihm vor die Nase kommt. Eddie ist Skeptiker und glaubt nur, was man beweisen kann. Wo fangen wir an? Ist das Gesetz der Anziehung Mythos oder Realität? Das müssen wir wissen. Ich will wissen, ob es sich mit der Bibel vereinbaren lässt. Das ist mir wichtig. Ich will nur wissen, ob es funktioniert. Das Gesetz der Anziehung besagt, alles, was uns im Leben passiert, haben wir durch unsere Gedanken. Mit unseren Gedanken könnten wir alles anziehen, was unser Herz begehrt. Können die drei herausfinden, ob da irgendwas dran ist? Zunächst müssen sie die Spielregeln dieses Gesetzes herausfinden. Wie es funktioniert, welche Grenzen oder Voraussetzungen es gibt. Und dann die wichtigste Frage. Was steckt hinter dem Geheimnis? Und was verlangt diese Kraft von uns? Wo also sollen sie beginnen? Wir fragen die Experten. Kann man wirklich alles haben, was das Herz begehrt?
Jesus sagt, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Entspricht das dem Gesetz der Anziehung? Das Gesetz der Anziehung meint Folgendes. Wir leben in einer Welt voller Energie und sind kleine Energiefelder inmitten eines größeren Energiefeldes. Mit unseren inneren Bildern oder Gedanken beeinflussen wir dieses Energiefeld. Angeblich können wir sowohl negative als auch positive Dinge anziehen, denn wenn wir uns darauf konzentrieren, wird etwas ausgestrahlt. Wie Wellen, die von einem Menschen ausgehen und etwas anziehen. Daher Gesetz der Anziehung. Das, worauf du dich konzentrierst, deine Gedanken und Vorstellungen ziehen Positives oder Negatives an. Wie in der New Age-Philosophie, die hinter dem Geheimnis steckt, wirken im Gesetz der Anziehung die gleichen Kräfte von Ursache und Wirkung. Ein Vater schubst seine Tochter an und sie gleitet mit dem Fahrrad dahin. Die Anziehungskraft des Mondes bewirkt Ebbe und Flut. Und das Wissen und die Anwendung der Naturgesetze machten die Landung auf dem Mond möglich. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesensprung für die Menschheit. Angeblich gelten die Prinzipien von Ursache und Wirkung auch für das Gesetz der Anziehung. Es besagt, dass alles, was uns im Leben begegnet ist, durch unsere eigenen Gedanken angezogen wurde. Kontrolliere deine Gedanken und du kannst die Dinge heranziehen, die du dir wünschst. Erfolg, Beziehungen, Reichtum und Besitz. Wie soll das funktionieren? Einige Anhänger des Gesetzes zitieren die Quantenphysik und sagen, dass alles in dieser Welt und im Universum Energie ist. Das bedeutet, dass der Mensch aus Energie besteht. Sie behaupten, dass die Art, wie du Energie verströmst, dein Leben beeinflusst. Hier rechnet man nicht mit Gott. Es geht nur um dich und dein Leben. Dein Haus, dein Auto, deine Beziehungen. Sogar die Höhe deines Bankkontos sind Ergebnis dessen, wie du diese Energie einsetzt. Die Autorin Sandra Taylor ist überzeugt vom positiven Denken der New Age-Bewegung und erläutert diese Theorie. Wie ein Radio senden wir ein Signal über uns und unsere Erwartung ans Leben aus. Energie fließt aus uns heraus und bewirkt eine Resonanz von Situationen und Menschen mit der gleichen Energie. Was zu unserer Energie passt, wird sich auf uns einstimmen und wird in unsere Lebenserfahrung einbezogen. Der Physiker und New Ager Fred Alan Wolfe, der auf der DVD Das Geheimnis auftauchte, glaubt, dass wir in einer Welt mit unbegrenzten Möglichkeiten leben. Für mich bedeutet Quantenphysik, dass alles, was wir uns vorstellen, überboten werden kann. Alles, von dem wir denken, es sei das Ende, kann über seine Grenzen hinaus weitergehen. Die Vorstellung von einer Energie, die die Welt unter Kontrolle hat, ist nicht neu. Wir sehen es täglich. Du tippst eine Rufnummer in dein Handy, drückst die Sprechentaste und die Botschaft gelangt via Satellit über Tausende von Kilometern hinweg zum Empfänger. Über den Knopf einer Fernbedienung geht ein elektronisches Signal zu einem Gerät und ein Fernsehbild erscheint. CT-Geräte und MRT-Röhren machen durch Energie Bilder von unserem Körper. Was sagt die Bibel zu dem Gesetz der Anziehung? Erst einmal stützt sie die Theorie der persönlichen Energie oder der Wirkung, die sie auf unser Leben haben könnte, nicht. Stattdessen verweist sie auf etwas sehr Reales und Wirkungsvolleres, unsere Gedanken. Die Bibel macht klar, dass unsere Gedanken wichtig sind. In einer alten hebräischen Schrift steht, dass der Mensch so ist, wie er denkt. Die Art, wie wir denken, beeinflusst unser Leben. Der Apostel Paulus ermahnte uns, unsere Gedanken auf Dinge zu lenken, die rein, gerecht und gut sind, denn diese Dinge beeinflussen unser Leben. Und wir lesen in der Bibel, dass Gott sich durch Gebete berühren lässt. Unsere Gedanken sind also von Bedeutung und diese Vorstellung ist in der Bibel begründet. Können wir unsere Wirklichkeit durch energetische Schwingungen verändern? Als Christin würde Hope das nicht unterschreiben.
Es wird Zeit für unser Superforschungsteam, der Sache auf den Grund zu gehen. Befürworter des Gesetzes der Anziehung weisen auf eine kontroverse Theorie in der Quantenphysik hin. Danach bestimmt der Beobachter die Wirklichkeit. Will heißen, dass wir die Welt um uns herum manipulieren können. Zeigt eine Münze, die sich dreht, Kopf oder Zahl? Weder noch. Die Physik lehrt uns, dass die Münze keine Eigenschaft hat, nach der einen oder anderen Seite zu fallen, aber dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, ob Kopf oder Zahl kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist jeweils 50% für Kopf und Zahl. Das Gesetz der Anziehung behauptet, dass wir den Ausgang bestimmen können, ohne die Münze zu berühren. Das sei alles Sache unserer energetischen Schwingungen. Nehmen wir an, Eddie will, dass Zahl erscheint. Zufall oder energetische Schwingungen? Was sind überhaupt energetische Schwingungen? Propagieren die Befürworter von dem Geheimnis eine Art Kontrolle durch Parapsychologie? Also etwas, das Christen verboten ist, oder ist es nur eine New-Age-Idee? Unser Trio will auf dem Uni-Gelände herausfinden, ob sie eine Situation durch bloße Beobachtung ändern können. Testobjekt ist ein Imbisswagen. Und so funktioniert es. Am Imbisswagen gibt es Essen und Getränke. Gegen Bezahlung, versteht sich. Unsere Ermittler wollen herausbekommen, ob sie den normalen Gang der Dinge durch Beobachtung verändern können. Anders gesagt, sie wollen sehen, ob sie es kostenlos bekommen. Das wird nicht funktionieren. Ja, und dafür gibt es viele Gründe. Wartet mal, sie kommt. Hi. Ihr seht hungrig aus. Aber ihr habt nichts gekauft. Vielleicht seid ihr knapp bei Kasse? Studenten oder so? Schon in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen, sie vergisst mitunter, dass sie Hunger hat. Danke. Hier, bitte. Nein, nein. Bitte, ehrlich. Danke. Alles klar. Danke. Danke. Haben unsere drei Freunde übernatürliche Kräfte? Haben sie den natürlichen Gang der Dinge durch Beobachtung verändert oder haben sie die Besitzerin einfach genervt? Es hat geklappt. Ich weiß nicht. Vielleicht hatte sie nur Angst, wir würden ihre Kunden vergraulen. Wir sehen auch so schlimm aus. Hope hat recht. Ich glaube nicht, dass die Idee, der Beobachter bestimmt die Wirklichkeit, das Gesetz der Anziehung beweist. Übrigens zweifeln auch viele Wissenschaftler daran. Es gibt den Mythos, dass der Beobachter das Quantenereignis verursacht. Nach Heisenbergs Unschärferelation bleibt aber gerade die Ursächlichkeit verborgen. Wir erkennen sie erst, wenn das Ereignis eingetreten ist. Wie lässt sich das Gesetz der Anziehung noch erklären, wenn die Vorstellung hinfällig ist, dass der Beobachter die Realität bestimmen kann? Skeptiker der Quantenphysik haben eine einfachere Erklärung, die es seit Menschengedenken gibt. Das Ähnlichste, was ich in der Bibel dazu gefunden habe, ist das Gesetz von Saat und Ernte. Die Bibel sagt, dass aus der Saat etwas entsteht. Sät man Freundlichkeit, kommt sie zurück. Auf sehr reale Weise macht das Gesetz von Saat und Ernte ein Leben vorhersagbar. Willst du eine bessere Ehe haben, kannst du einiges dafür tun, dass sie es tatsächlich wird. Wenn du dich finanziell verbessern willst, kannst du bestimmte Dinge tun, die dazu führen.
Das Gesetz der Anziehung scheint so attraktiv zu sein, weil es von Menschen handelt, die ihr eigenes Leben in die Hand genommen haben. Statt Opfer zu sein, sagen sie, ich kann etwas aus meinem Leben machen. Ich kann etwas für die Art meiner Freundschaften und die Beziehungen in meiner Familie und Ehe tun. Das ist hilfreich. Aber von der Bibel aus betrachtet geht es bei dem Gesetz der Anziehung um das Gesetz von Saat und Ernte. Die jüdischen und christlichen Heiligen Schriften haben Passagen über Saat und Ernte. Im 2. und 3. Buch Mose heißt es, dass zu einer guten Ernte eine gute Saat gehört. Sogar im Buch Hiob, einem der ältesten biblischen Bücher, steht, dass ein Mensch, der Böses sät, genau das ernten wird. Die meisten Befürworter des Geheimnisses behaupten, es stimme völlig mit der Bibel überein. Jesus predigte aber nicht das Gesetz der Anziehung, obwohl man einige seiner Aussagen so interpretieren könnte. Eines der besten Beispiele ist das Gleichnis vom Schalksknecht. Ein Knecht schuldet dem König 10.000 Talente. Das wären heute etwa 150 Millionen Dollar. Der Knecht hat kein Geld und bittet den König um Gnade, die er gewährt. Doch dann trifft derselbe Knecht einen, der ihm nur 100 Denare schuldet. Umgerechnet etwa 12 Dollar. Er packt ihn und fordert, bezahle, was du schuldig bist. Doch der andere hat kein Geld und so lässt ihn der Knecht einsperren. Das Bild bedeutet Folgendes. Weil der Knecht Unversöhnlichkeit säte, sie quasi anzog, erntete er auch Unversöhnlichkeit. Das ist einigen Konzepten, von denen in dem Geheimnis die Rede ist, ähnlich. Bis jetzt haben unsere drei einiges entdeckt, wie das Gesetz der Anziehung funktionieren soll. Ist das Prinzip der Quantenphysik, dass der Beobachter die Wirklichkeit bestimmt, stichhaltig? Nicht direkt. Geht es nur um Saat und Ernte? Oder gibt es eine Erklärung, mit der auch ein Computerfreak wie Pete zufrieden ist? Das Gesetz der Anziehung wurde mit einem Flaschengeist verglichen. Es gibt noch einen besseren Vergleich, den Computer. Eine Tortilla, bitte. Das macht 1,95. Der Computer ist abgestürzt. Die Kasse geht nicht auf. Kein Problem, behalten Sie das Wechselgeld. Super, ich bringe es Ihnen dann raus. Tut mir leid. Nein, kein Problem. Einen schönen Tag noch. Die Welt scheint von Computern gesteuert. Und wenn das Betriebssystem zusammenbricht? Einige vergleichen das Gesetz der Anziehung mit einem Betriebssystem. Soll der Computer etwas anderes machen, ändert man nicht das Betriebssystem, sondern die Befehle, die es steuern. Lässt sich dieses Konzept in eine biblische Weltsicht übertragen? Was ist, wenn Menschen mit dem Gesetz der Anziehung nicht bekommen, was sie wollen? Immer wenn eine neue Idee oder Methode umgesetzt wird, trifft sie auf die bereits bestehenden. Als Computer erstmals auf den Markt kamen und wir die neuen Programme kauften, entdeckten wir Folgendes. Wenn man ein beliebiges Programm in den PC einlegte, begannen die anderen Programme, es zu bekämpfen. Obwohl die Entwickler dachten, sie hätten alle potenziellen Funktionsstörungen ausgeschlossen. Es ist einfach so, dass Kräfte am Werk sind, die mit den Ideen, Träumen, Hoffnungen und Handlungen der anderen in Konflikt geraten. Aus christlicher Sicht herrscht eine Finsternis in der Welt. Es gibt Mächte der Finsternis, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Gottes Wille wirkt in dieser Finsternis. Obwohl wir uns Kraft und Hoffnung bewahren können und auch die Kontrolle über bestimmte Bereiche haben, ist es wichtig, dass wir eines verstehen, dass diese Dinge nicht die Hauptsache sind, sondern sie mit anderen in unserem Leben auftretenden Kräften zusammenwirken.
Wenn das Gesetz der Anziehung wie ein Betriebssystem funktioniert, was ist, wenn mehrere dasselbe Programm nutzen und dasselbe Endergebnis wollen? Können Christen ihren Glauben an einen liebenden und persönlichen Gott mit diesen Methoden vereinbaren? Um das herauszufinden, startet unser Trio ein Experiment. Sie interessieren sich für denselben Job, Betreuer ihres Studentenwohnheims. Jeder konzentriert sich den restlichen Tag darauf, den Job zu bekommen. Weil wir alle dasselbe wollen, werden wir testen, wie sich unsere Gedanken gegenseitig beeinflussen. Genau. Sie werden den neuen Betreuer morgen früh bestimmen. Wir wenden alle das Geheimnis an und sehen, was geschieht. Ich sende meine guten Gedanken durchs Universum. Ich hab's, es geschieht. Es ist hier. Das sind gute Gedanken, aber ich habe eine bessere Idee. Ich werde dafür beten. Das hilft immer. Ich werde mir etwas ausdenken. Wir treffen uns morgen wieder. Wird das Gesetz der Anziehung funktionieren und Sie Ihr Telefon zum Klingeln bringen? Oder werden Sie herausfinden, wie Gottes Wille sich mit Ihrem überschneidet und die Ereignisse lenkt? Hier bitte. Danke. Fahrt ihr auch mal nach Hause? Fährst du? Ich würde gern. Meine Schwester heiratet, aber ich habe kein Geld, um nach Hause zu fliegen. Das ist echt verzwickt. Was werdet ihr tun? Die Zeit ist abgelaufen. Hatten unsere Detektive Erfolg oder war das Experiment ein Flop? Nicht ein Ton, die ganze Nacht. Mein Akku war leer. Ich habe vergessen, ihn aufzuladen. Was ist? Sieg. Sie rief mich kurz nach 8 an. Gute Arbeit. Nein, ja, gute Arbeit, Mann. Danke. Ich weiß, dass ihr beide den Job wolltet. Das ist okay. Heißt für mich, dass Gott etwas anderes für mich im Sinn hat. Ich freue mich für dich. Ich frage mich nur, was ich falsch gemacht habe. Hat das Gesetz der Anziehung bei Eddie funktioniert oder war er schlicht der Beste? Was ist mit Hope? Sie bekam nicht, wofür sie gebetet hatte. Und doch weiß sie, dass Gott einen besseren Plan haben muss. Das Auf-Gut-Glück-Prinzip des sogenannten Geheimnisses ist eine offensichtliche Kehrseite der Theorie. Das führt uns zum zweiten Punkt. Welche Spielregeln hat das Gesetz der Anziehung? Warum scheint es manchmal zu funktionieren und manchmal nicht? Unsere drei Freunde werden sich diese New Age-Philosophie genauer ansehen. Wird sie dies zu einem unpersönlichen Universum führen oder zu einem persönlichen und liebenden Gott? Sie fragen Experten danach, was genau dieses Universum ist, das uns angeblich unsere Wünsche gewährt. Die Meinungen variieren. Östliche Religionen wie der Buddhismus, Hinduismus, Sikhismus, Taoismus und viele New Age-Religionen und Yoga-Gruppen sehen das Singen von Mantras als einflussreich. Derselbe Satz wird wiederholt, manchmal hunderte oder tausende Male. Die Wiederholung soll die Kraft des Universums aktivieren können, die den Inhalt des Mantras Wirklichkeit werden lässt. Der Gott der Bibel würde nie auf so etwas reagieren. Also gut, man wählt sich also in eine Kraft des Universums ein. Das sagt unserer akademischen Mannschaft noch nicht, wem sie vertrauen soll. Was gibt es noch? Wer an das Gesetz der Anziehung glaubt, vertraut auf eine naturgegebene Ordnung, die gleichzeitig spirituell ist. Im Gegensatz dazu glauben die monotheistischen Weltreligionen an einen Gott, der getrennt von der Schöpfung existiert. Die Moslems glauben an Allah als Gott und Schöpfer. Juden glauben an Yahweh, den Gott des Alten Testaments, der alle Dinge gemacht hat. An ihn glauben auch die Christen, setzen aber ihr persönliches Vertrauen auf Christus. Alle drei proklamieren einen persönlichen Gott, der die Naturgesetze geschaffen hat.
Das Gesetz der Anziehung glaubt an eine geistliche Kraft, die gleichzeitig selbst die Schöpfung ist. Befürworter des Gesetzes wollen ihm durch Beispiele aus dem Neuen Testament Allgemeingültigkeit verleihen. So sagte Jesus, dass ein Glaube so klein wie ein Senfkorn Berge versetzen könne. Die Bibel sagt auch, wenn man bittet und glaubt, erhält man, worum man gebeten hat. Das klingt aber nur wie das Gesetz, denn im Kontext des Neuen Testaments gesehen, bittet man Jesus im Namen Gottes um etwas, damit Gott verherrlicht wird. Die Bibel warnt, dass Gott keine Wünsche mit irdischen oder lustvollen Motiven erfüllt. Im Jakobusbrief steht: Ihr bittet und empfangt doch nicht, weil ihr aus den falschen Motiven heraus bittet. Ihr wollt eure Vergnügungssucht stillen. Warum haben dann einige viel Erfolg mit dem Gesetz der Anziehung, selbst wenn sie nicht an Gott glauben? Glaube ist eine mächtige Waffe, auch wenn er nicht auf Gott zielt. Auch Atheisten kommen mit positivem Denken zu guten Ergebnissen. Das Universum erfüllt ihre Wünsche nicht. Es ist die Frucht der positiven Gedanken. Die Frage ist, wer hat die Kontrolle, die Menschen oder Gott? Vom christlichen Standpunkt aus ist unser Leben Teil einer Geschichte, die Gott erzählt. Ich möchte beten, wie Jesus uns lehrte zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, und nicht dein Reich komme, mein Wille geschehe. Es geht nicht um unsere Träume, dass wir Gott vereinnahmen und sie ihm aufzwingen, sondern darum, uns selbst als Botschafter Gottes zu sehen, der als Salz und Licht Zugang zu einer Welt sucht, um Schönheit, Gerechtigkeit und Frieden in eine gefallene Welt zu bringen. Hat Gott eine Schöpferkraft in uns gelegt, mit der wir bis zu einem gewissen Grad unsere Zukunft durch Gedanken und Träume gestalten können? Ziehen negative Gedanken negative Ergebnisse nach sich und umgekehrt? Für Gläubige bedeutet dies eine Fülle an Möglichkeiten. Ein liebender Gott mahnt uns, über Dinge nachzudenken, die wahr, edel, rein und gerecht sind. Wir können ihn um alles bitten, was wir brauchen, und er gibt es uns. Die Fäden behält aber er in der Hand. Ein unpersönliches Universum ist weniger wohlwollend und kann nicht zwischen positiven und negativen Gedanken unterscheiden. Geraten die Gedanken eines Menschen auf etwas, wovor er oder sie Angst hat, könnte die Person genau dies anziehen. Liegt da ein Körnchen Wahrheit drin? Wenn Sie glauben, dass Sie alles, was geschieht, selbst angezogen haben, dann heißt das, Sie sind nicht nur Opfer Ihrer negativen Situationen, sondern Sie haben sie selbst verursacht. Das ist bitter. Es gibt natürlich negative Situationen, die wir uns selbst an Land gezogen haben, wie zum Beispiel Schulden oder schlechte Freundschaften. Man muss sich klar machen, dass wir da auch einen Teil dazu beitragen. Es ist wahr, dass ständige Angst und Zweifel zu Misstrauen führen und die Tür für negative Ereignisse öffnen können. Weder Gott noch das Universum rufen sie hervor. Sie sind einfach das Ergebnis unserer Gedanken. Und manchmal haben sie gar nichts mit ihnen zu tun. Nehmen Sie die Titanic. Ich bin sicher, dass die Menschen an Bord nicht ständig daran dachten, das Schiff würde untergehen. Im Gegenteil. Sie setzten überaus großes Vertrauen in seine Unsinkbarkeit. Thank you.
Das Geheimnis ist gelüftet und es verbreitet sich überall. Worum geht es? Manche sagen, es ist der Schlüssel zur größten Schatztruhe, der universellen Kraft. Dass man es für die Erfüllung seiner Träume und Wünsche einsetzen kann. Stimmt das? Die Befürworter des Geheimnisses, das auch Gesetz der Anziehung heißt, verbinden damit Erfolgsgeschichten, die einem bekannt vorkommen. Ich weiß nicht, wie oft mein Herz gebrochen wurde. Das Gesetz der Anziehung hat alles verändert. Ich habe gelernt, wie ich die Liebe, die ich mir wünschte, anziehen konnte. Und jetzt heirate ich meinen Traummann. Ist das Gesetz der Anziehung die einfache Lösung, nach der sich so viele sehnen? Oder steckt mehr dahinter? Wir wollen untersuchen, was hinter dem Geheimnis steckt, was Wahrheit und was Erfindung ist und ob es eine universelle Kraft gibt, die für uns arbeitet. Steckt mehr hinter dem Geheimnis? Wir wollen es herausfinden. Hat Gott eine Schöpferkraft in uns gelegt, mit der wir bis zu einem gewissen Grad unsere Zukunft durch Gedanken und Träume gestalten können? Ziehen negative Gedanken negative Ergebnisse nach sich und umgekehrt? Für Gläubige bedeutet dies eine Fülle an Möglichkeiten. Ein liebender Gott mahnt uns, über Dinge nachzudenken, die wahr, edel, rein und gerecht sind. Wir können ihn um alles bitten, was wir brauchen, und er gibt es uns. Die Fäden behält aber er in der Hand. Ein unpersönliches Universum ist weniger wohlwollend und kann nicht zwischen positiven und negativen Gedanken unterscheiden. Geraten die Gedanken eines Menschen auf etwas, wovor er oder sie Angst hat, könnte die Person genau dies anziehen. Liegt da ein Körnchen Wahrheit drin? Wenn Sie glauben, dass Sie alles, was geschieht, selbst angezogen haben, dann heißt das, Sie sind nicht nur Opfer Ihrer negativen Situationen, sondern Sie haben sie selbst verursacht. Das ist bitter. Es gibt natürlich negative Situationen, die wir uns selbst an Land gezogen haben, wie zum Beispiel Schulden oder schlechte Freundschaften. Man muss sich klar machen, dass wir da auch einen Teil dazu beitragen. Es ist wahr, dass ständige Angst und Zweifel zu Misstrauen führen und die Tür für negative Ereignisse öffnen können. Weder Gott noch das Universum rufen sie hervor. Sie sind einfach das Ergebnis unserer Gedanken. Und manchmal haben sie gar nichts mit ihnen zu tun. Nehmen Sie die Titanic. Ich bin sicher, dass die Menschen an Bord nicht ständig daran dachten, das Schiff würde untergehen. Im Gegenteil. Sie setzten überaus großes Vertrauen in seine Unsinkbarkeit. Geht man von einer unpersönlichen Macht im Universum aus, kann diese nicht wissen oder wollen, was wir uns wünschen. Sie weiß auch nicht, was das Beste für uns ist. Menschen wie Hope, die glauben, dass alle guten Dinge von einem liebevollen, persönlichen Gott kommen, sehen das anders. Manchmal ist ein Wunsch nicht das Beste für uns oder er hat eigennützige Motive. Ein persönlicher Gott weiß das und erfüllt ihn nicht. Trotzdem hilft uns das Vertrauen auf Gott, seinen Willen zu akzeptieren. In dem Wissen, dass er nur das Beste für uns will. Wir alle haben uns schon mal etwas sehr gewünscht, aber was wir auch taten, es war unerreichbar. Vielleicht geschieht das nicht immer aus schlechter Absicht. Manchmal bewahrt uns Gott vor Dingen, die letztlich schlecht für uns wären. Aber was, wenn die Motive stimmen? Gibt es noch etwas, das dem Gesetz der Anziehung den Erfolg versperrt? Es ist ein Fehler, der leicht passiert. Wir haben ihn alle sicher ein Dutzend Mal allein in dieser Woche begangen. Ich zeige ihn euch. Was wird Eddie uns verraten? Die Verteidiger des Geheimnisses haben eine biblische Wahrheit erkannt. Etwas, worauf Gläubige und Nichtgläubige achten sollten. Ich kann nicht kommen, Mama. Kommt Eddie dahinter und ist Hopes Bibelbekenntnis von Vorteil?
Findet das Trio heraus, wie die neue Information zu gebrauchen ist? Was, wenn es einen Weg gäbe, Erfolg einfach durch eine geänderte Denkweise zu haben? Experten sind sich einig, dass das Gesetz der Anziehung eine allgemeingültige Wahrheit enthält. Aber es reicht nicht aus, nur sein Denken zu ändern. Eines der größten Hindernisse für Erfolg ist etwas, das jeder von uns kennt. Der christliche Glaube bietet einen einmaligen Vorteil, um dieses Hindernis zu überwinden. Erster Treffer. Zu schnell für euch? Wo ist der Stolperstein? Zweiter Treffer. Angst kann uns abhalten, unser Potenzial zu erforschen und Träume zu verwirklichen. Ich bin an der Reihe. Treffer! Du bist draußen! Tut mir leid, das war schwer für dich. Du kannst so viele Fähigkeiten haben, wie du willst. Wenn du die Angst zulässt, sind sie wertlos. Vor unserem nächsten Experiment müssen wir sehen, wie man Angst überwindet. Wenn wir ständig negativ sind, verächtlich über die Dunkelheit reden, uns über die gefallene Welt beschweren und über das Negative nachdenken, helfen wir niemandem. Wie kannst du es schaffen, im Leben klarzukommen? Dazu müssen wir den Ursprung der häufigsten Ängste erkennen. Angst vor der Zukunft, vor Ablehnung und am meisten Angst vor dem Versagen. Diese Ängste können sehr lähmend sein. Zukunftsangst reicht vom flüchtigen Gedanken, es könne etwas schiefgehen, bis zur Annahme persönlicher Katastrophen. Von der Angst vor dem Verlust eines Kunden oder der Arbeit bis zu Krankheit und Tod. Angst vor Ablehnung reicht von der Angst vor Verurteilung bis hin zur Panik, im Stich gelassen zu werden. Gedanken wie "Ich bin nicht gut genug", "Ich bin nicht würdig" führen leicht zur Angst vor dem Verlassen oder gekündigt werden. Die Angst zu versagen wird zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wer sich als erfolglos sieht, steigert sich in sein Versagen hinein und die Niederlage ist vorprogrammiert. Wie vermeiden wir die Abwärtsspirale der Angst? Durch Gedankenkontrolle. Klingt einfach, nicht? Das Problem ist nur, dass uns täglich Zehntausende durch den Kopf gehen. Also wo anfangen? Experten sagen, alles beginnt mit Vertrauen. Wenn du vollkommen vertraust, wirst du keine negativen Gedanken anziehen. Gut für Gläubige, aber schwierig für Anhänger des Gesetzes der Anziehung. Denn es ist unklar, worin seine Jünger vertrauen sollen. Das Gesetz der Anziehung hat kein klares Ziel, was die Person oder das Wesen betrifft, dem wir vertrauen sollen. Man glaubt an ein abstraktes Prinzip im Universum. Daher kommt das Gesetz der Anziehung. Christen sind im Vorteil bei der Überwindung ihrer Ängste. Sie können Vergebung erleben. Sie wissen, dass sie Gott im Herzen und auf ihrer Seite haben, dass er einen Plan für ihr Leben hat und sie an diesem Plan mitwirken. Vor allem aber wissen sie, dass sie bedingungslos von dem Retter geliebt werden, der starb, um sie vom Tod zu erlösen. All das vertreibt die Angst aus Herz und Leben. Menschen, die keinen Zugang zu diesem geistlichen Reichtum haben, fällt es schwerer, Angst zu überwinden. Wo kommen die guten Dinge her, die wir uns alle wünschen? Warum kommt es im Leben auf die Abwesenheit von Angst, gute Absichten und Vertrauen an? Wer nicht an den Gott der Bibel glaubt, hat es schwer, diese Fragen zu beantworten. Für Christen ist die Antwort eindeutig. Es gibt Gesetze, die den Kosmos lenken und in einem übersichtlichen Moralkodex vorliegen, den 10 Geboten. Eine erlösende Botschaft, die uns viel darüber erzählt, wie wir Gott durch Jesus Christus persönlich kennenlernen können.
Diese Botschaft gibt unserem Leben einen Sinn. Jesus sagte zu Thomas: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Lässt sich der christliche Glaube an die unsichtbaren Dinge Gottes auf das Gesetz der Anziehung anwenden? Kann eine positive Denkweise helfen, ein von uns gewünschtes Leben zu führen, während wir Gottes Willen für unser Leben suchen? Welches Geheimnis steckt hinter dem Geheimnis, das alle Christen kennen sollten? Wir sollen einen Zeitungsartikel über das Gesetz der Anziehung schreiben, doch haben wir noch nicht einmal begriffen, wie es funktioniert. Um das zu beantworten, müssen wir herausfinden, wie man mit der wahren Kraftquelle, die all unsere Wünsche gewährt, in Beziehung tritt. Aber die Menschen denken unterschiedlich darüber, wer diese Kraft ist. Gott oder das Universum? Für mich ist es offensichtlich, dass es Gott sein muss. Wie sonst könnten wir unsere Hoffnungen und Träume der Kraft des Universums mitteilen? Was ist mit Menschen, die nicht an Gott glauben oder nicht einmal sicher sind, woran sie glauben? Wo finden wir die Antworten? Fangen wir bei den Tatsachen an. Was sagt die Wissenschaft über das Universum? Ihr werdet überrascht sein. Hat Hope einen Weg gefunden, ihren Freunden zu beweisen, dass Gott die wahre Kraft hinter dem Universum ist? Wie wir sehen werden, glauben christliche Wissenschaftler wie die Physikerin Isabel Pitschek, dass die Fakten darauf hinweisen. Nicht einmal New Age-Forscher wie Fred Alan Wolf leugnen, dass etwas dran ist. Die Quantenphysik beweist vermutlich nicht die Existenz Gottes, weist aber in diese Richtung. Sie macht auf ein Bewusstsein aufmerksam, das außerhalb der materiellen Welt zu existieren scheint. Sie zeigt, wie es agiert, um das Universum zu erschaffen. Wenn das nicht Gott ist, dann weiß ich nicht, wer Gott ist. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte unendlich spannende, doch sehr unterschiedliche Ergebnisse der Quantenphysik hervor. Sie haben unsere Weltsicht völlig verändert. Zum ersten Mal wissen wir, dass etwas tatsächlich existiert, dass es ein Wesen gibt, das wirklich existiert. Ist die Wissenschaft bei der Frage nach dem Ursprung des Universums zufällig auf den Fingerabdruck eines intelligenten Schöpfers gestoßen? Schon seine bloße Vermutung macht viele Wissenschaftler nervös. Schließlich waren bislang die Weltreligionen für Spekulationen über eine göttliche Existenz zuständig. Wenn aber die Wissenschaft die Entstehung des Universums nicht erklären kann, was sagen die Weltreligionen darüber? Und worin besteht die Verbindung zum Gesetz der Anziehung? Die östlichen Religionen sehen das Universum nicht als etwas Rationales und Geordnetes, das Gottes Herrlichkeit offenbart. Für den Hinduismus ist das Universum eine Illusion. Der Begriff hierfür ist Maya. Die unveränderliche Realität, die den Grund aller Materie darstellt, heißt Brahman. Auf der höchsten Ebene wird das Universum mit Gott gleichgesetzt. Daneben gibt es noch das Konzept eines Schöpfers mit Autorität über das Universum und moralischen Ansprüchen. Juden und Christen glauben an einen persönlichen Gott, nicht an eine unpersönliche, universelle Kraft. Gott überwacht alle Dinge, gibt Regeln vor und erlaubt dem Menschen einen freien Willen. Wenn es um Erfolg im Leben geht, kommt es dann darauf an, ob man an einen persönlichen Gott oder ein unpersönliches Universum glaubt. Experten meinen ja. Kennt man die Quelle, dann auch die Gesetzmäßigkeiten, durch die sie wirksam wird. Unsere Studenten fanden heraus, dass für ihre Ziele reine Motive und Vertrauen wichtig sind und sie keine Angst haben dürfen. Gibt es noch etwas? Ja. Der Schlüssel heißt Liebe. Liebe treibt die Furcht aus. 1. Johannes 4, Vers 18 sagt: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. In 2. Timotheus 1, Vers 7 steht: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,
sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Diese und andere Verse lehren Christen, wie sie ein furchtloses Leben führen. Das Universum ist kein Automat, der dir all deine Wünsche erfüllt, egal wie deine Motive aussehen. Du kannst nicht erwarten, dass deine Wünsche wahr werden, wenn sie kein Mitleid und keine Liebe für andere ausdrücken. Was bedeutet es, Liebe in unser Leben einzubinden? Jesus gibt im Lukas-Evangelium eine Antwort. Im Gespräch mit seinen Jüngern macht er seine radikale Vorstellung deutlich, die jeder natürlichen, menschlichen Regung widerspricht. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. Im Matthäus-Evangelium sagt er, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Etwas Wunderbares geschieht, wenn du anfängst, beständig für deine Feinde zu beten. Es verändert dein Herz, befreit dich von Bitterkeit und Hass. Befürworter des Gesetzes der Anziehung würden sagen, dass diese negativen Gefühle und falschen Gedanken unsere Fähigkeit blockieren, Dinge anzuziehen, die wir uns wirklich wünschen. Ich glaube, dass in Wirklichkeit auf einer höheren Ebene diese Macht der Liebe entsteht. Liebe nicht als ein Gefühl, sondern eine Entscheidung, eine Handlung. Du wendest den Blick von dir ab und schaust andere an. Die Ironie ist, dass du genau dort deine wahre Erfüllung finden könntest. Was Sie bis jetzt erkannten, hat die Meinung unseres Trios, wie man Erfolg erzielt, verändert. Das sogenannte Geheimnis greift zu kurz. Einige Fakten haben sich herauskristallisiert. Erfolg lässt sich nicht nur durch gute Gedanken erreichen. Es geht um reine Motive, keine Angst zu haben, einen starken Glauben und selbstlose Liebe. Sogar gegenüber Feinden. Mit diesem Wissen wagen unsere Ermittler ein letztes Experiment. Aber zuvor müssen sie noch eine Frage beantworten. Wie bitten wir um das, was wir wollen? Beten wir dafür oder denken wir nur darüber nach? Ich denke, das Gesetz der Anziehung funktioniert, ob man an eine höhere Macht glaubt oder nicht. Ihr müsst herausfinden, wer oder was eure Wünsche erfüllt. Ich glaube, dass es Gott ist. Wenn ich irgendetwas brauche, spreche ich mit ihm. Wenigstens weiß eine von uns, was sie tut. Um was wollen wir bitten? Ich habe eine Idee. Hat sich für unsere Detektive die Arbeit gelohnt? Sicher ist, dass ihre Untersuchung des Geheimnisses ihrerseits wichtige Geheimnisse enthüllt hat. Erstens, es gibt eine höchste Macht hinter der Wirklichkeit, die Glück und Freude für uns möchte. Zweitens, diese Macht kann durch Angst blockiert werden. Sie reagiert auf Hoffnung und Glauben und honoriert liebevolle Absichten. Warum? Gibt die Quantenphysik Antwort auf diese verwirrende Frage? Pete, Hope und Eddie wollen es herausfinden. Sie sind bereit für ein letztes Experiment. Ein Flugticket nach Hause für ihre Lieblingskellnerin. Ich finde, das ist eine großartige Idee. Diesmal konkurrieren wir auch nicht miteinander wie beim letzten Mal. Wir tun etwas Hilfreiches für einen anderen. Ich weiß, dass sich keiner von uns ein Flugticket leisten kann. Wir bitten also um etwas, das wir nicht selbst in der Hand haben. Ich bin bereit, meinen Wunsch zu sagen. Aber mit wem rede ich? Wer hat die Macht? Haltet die Hüte und Brillen fest. Wir machen eine kleine Tour durchs Weltall. Empfehlung unseres alten Kumpels der Physik. Das Weltall beginnt mit einer kosmischen Singularität, wie wir sie nennen. Singularität meint den Beginn aller physischen Realität, aller Materie und Energie des Kosmos. Auch Raum und Zeit, an denen entlang sich Materie und Energie verteilen. Stephen Hawking, einer der größten Wissenschaftler in der Geschichte, bewies mathematisch, dass Singularität außerhalb von Raum und Zeit besteht. Sie überschreitet die Grenze von Höhe, Breite, Tiefe und Zeit, die wir als Wirklichkeit bezeichnen. Die Singularität macht vielen Physikern Kopfzerbrechen, weil sie offensichtlich geistliche Parallelen aufweist. Deutet das Wissen über den Ursprung des Weltalls auf eine höhere Macht hin? Um das herauszufinden, untersucht unser Trio etwas, von dem viele gehört haben, das aber außerhalb der kosmologischen Forschung kaum einer versteht. Die Urknalltheorie.
Das Weltall beginnt mit einer Singularität. Materie, Energie, Raum und Zeit haben einen Anfang. Das Weltall dehnt sich ab dieser Singularität ständig aus, erweitert sich nach konstanten physikalischen Gesetzen. Das Weltall unterliegt dem zweiten Gesetz der Thermodynamik, dem Zerfallsgesetz. Weil sich das All kontinuierlich ausdehnt, muss es nach dem zweiten Gesetz der Thermodynamik immer kälter werden, während es sich mehr und mehr vergrößert. Wie wissen wir, ob diese Eigenschaften des Kosmos stimmen? Wissenschaftler entdeckten gegen Ende des 20. Jahrhunderts etwas, das die Urknalltheorie bestätigt. Anfang der 1990er Jahre schickte die NASA den Satelliten COBE ins All. Er maß die Temperaturschwankungen in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Vorher hatten wir nur eine milde, gleichbleibende Temperatur gemessen. Es ist noch Strahlung vom Schöpfungsprozess übrig geblieben. Doch das Modell des Urknalls besagt, wenn aus dem Urknall Galaxien und Galaxiehaufen entstehen sollen, muss es auch diese winzigen Temperaturwellen in der kosmischen Hintergrundstrahlung geben. Der Satellit ermittelte sie und noch dazu in dem Maß, wie die Physiker, die sich mit dem Urknall beschäftigten, vorhergesagt hatten. Diese überwältigende Entdeckung überraschte die Wissenschaft. Das ist der Beweis für die Entstehung des Weltalls, sagte der Projektleiter. Es ist, als würde man Gott anschauen. Zum ersten Mal waren die Forscher bereit, die Vorstellung, dass Gott das All schuf, in Betracht zu ziehen. Nach COBE schickte die NASA ein noch genaueres Instrument ins All, die WMAP-Sonde. Sie lieferte die entscheidenden Bilder der kosmischen Hintergrundstrahlung. Die Bilder zeigen die Temperaturschwankungen so detailliert, dass wir sagen können, die Hotspots entsprechen tatsächlich den Positionen der Galaxiehaufen, die wir mit dem Slogan Digital Sky Surveys beobachten können. Wir haben bemerkenswerte Beweise, dass das Weltall durch den Urknall entstand. Wissenschaftler haben die Rätsel von der Entstehung des Alls erkannt. Und auch was gegen die Entstehung von Leben darin spricht. Heute können wir nicht nur beweisen, dass es einen Verursacher jenseits von Raum und Zeit geben muss, der das Universum schuf, sondern auch, dass er eine Person sein und außergewöhnliche Kraft haben muss, die unser menschliches Vorstellungsvermögen weit übersteigt. Das sieht man schon an der ständigen Ausdehnung des Alls seit der Schöpfung. Anders ausgedrückt, diese Kraft übersteigt die Bestleistung eines Ingenieurs im Verhältnis 10 hoch 97. Das sind 10 mal 9 Billionen Mal. Wissenschaftliche Erkenntnisse über den Ursprung des Kosmos untermauern die christliche Sicht, dass der Gott der Bibel die treibende Kraft hinter der Entstehung des Weltalls ist. Ist diese Erkenntnis beweisbar? Die heiligen Bücher der verschiedenen Religionen reden oft über Kosmologie, Ursprung und Aufbau des Alls. So sprechen die hinduistischen Veden von der Reinkarnation des Universums. Es durchlebt Zyklen von Anfang und Ende mit Zeiträumen von 4,32 Milliarden Jahren zwischen einem Anfang und dem nächsten. Viele dieser heiligen Bücher sprechen von Gott oder kosmischen Kräften, die innerhalb von Zeit und Raum etwas schaffen. Die Bibel ist einzigartig darin, dass sie sagt, Gott schafft unabhängig von Raum und Zeit. Als Astronom fand ich es bemerkenswert, dass alle Grundsätze der Urknallkosmologie bereits in der Bibel dargelegt sind. Tausende Jahre, bevor man von solch einer Entdeckung überhaupt träumte. Bis ins 20. Jahrhundert wurde die Idee eines sich immer weiter ausbreitenden Universums nur in der Bibel erwähnt. Ein bemerkenswertes Beispiel für ein heiliges Buch, das tausende Jahre zuvor diese kosmischen Eigenschaften voraussagte, die sich heute im 20. und 21. Jahrhundert bewahrheiten. Hilft das, Pete? Ja, ich glaube schon. Arbeitest du? Wir müssen uns beeilen. Ich brauche eure Artikel für das Zeitungslayout bis Freitag. Und das Flugticket, je früher, desto besser. Freitag? Das ist in 3 Tagen. Oh, wir legen dann besser los. Kommt. Kann unser Trio seiner Freundin helfen? Können sie um alles bitten, was sie wollen, und bekommen es?
Hope weiß, dass sie durch Gebet direkt mit Gott sprechen kann und er sie erhört. Was ist mit Pete und Eddie? Hilft ihnen die Erkenntnis über das Wesen des Kosmos, die wirkliche Kraft hinter allem zu erkennen? Wenn wir von Beziehung zu einer unpersönlichen Kraft in unserem All sprechen, kann es nicht sein, dass diese Kraft unsere Wünsche kennt oder erfüllt. Sie könnte auch nicht entscheiden, was das Beste für uns ist. Wenn wir von einem persönlichen Gott sprechen, ist klar, dass er Werte vertritt, die über materiellen Wohlstand und Genuss hinausgehen. So möchte Gott, dass wir anderen in Liebe begegnen. Wenn wir die Gesetze nur zu unseren Gunsten auslegen, wird diese Welt zu einem Ort des Nehmens, wo man sich nur die Rosinen herauspickt. Das schafft eine Welt, in der es keine moralisch vertretbare Antwort auf die Bedürfnisse anderer gibt. Wir wollen die Dinge nicht nur gebrauchen, um uns selbst Gutes zu tun. Wir wollen unser Herz mit dem verbinden, der gütig und liebevoll ist. Nicht nur für den Selbstzweck, sondern um Gutes für die Menschen um uns und unsere Beziehungen zu tun. Deshalb ändern wir unseren Sinn und sagen nicht, gib mir Kraft, damit mein Wille geschieht, sondern wie Jesus uns lehrte, zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Einfach weil wir glauben, dass sein Wille größer, leuchtender und besser ist als das, was wir uns jemals ausmalen könnten. Nach 3 Tagen ist jetzt die Stunde der Wahrheit da. Konnten Pete und Eddie einen Treffer landen oder wurde Hopes Gebet um ein Flugticket erhört? Die Antwort scheint nein. Ist damit alles verloren? Die Bibel sagt, Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hope ist also noch zuversichtlich. Mal sehen, was geschieht. Kann ich euch etwas bringen? Das Übliche bitte. Das Übliche, okay. Du siehst glücklich aus. Ja. Ist das ungewöhnlich? Naja, wegen der Hochzeit deiner Schwester, zu der du nicht fliegen kannst. Ihr werdet es nicht glauben. Der Vater meiner Mitbewohnerin ist Pilot. Und er hatte einen dieser Buddy-Pässe übrig, die mit denen man kostenlos fliegen kann. Er gab ihn ihr und der Pass war fast abgelaufen. Sie wird ihn nicht nutzen, also gibt sie ihn mir. Also fliegst du? Ja, heute Abend. Das ist ja super, wirklich großartig. Wir freuen uns sehr für dich. Ich weiß, ich bin so aufgeregt. Ich hole eure Getränke. Es hat funktioniert. Das ist erstaunlich. 3 Kaffee, gehen aufs Haus. Ja, genießt ihn. Sieht so aus, als hätten die 3 das angestrebte positive Ergebnis erzielt. Nur nicht auf die erwartete Art. Was half der Kellnerin? Das Gesetz der Anziehung? Der Glaube und die Gebete einer Gläubigen? Die Bibel verweist auf Letzteres. Obwohl das Gesetz der Anziehung einige berechtigte Werte vertritt, scheint es nicht mit biblischen Lehren zu Themen übereinzustimmen wie den Segen im Leben ererben oder Gottes Willen für sein Leben finden. Was ist das Geheimnis hinter dem Geheimnis? Ich glaube, das Geheimnis hinter dem Geheimnis ist Christus selbst. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr seid eurem Vater ähnlich, wenn ihr euch überaus freundlich und gütig anderen gegenüber benehmt, so wie der Vater Regen und Sonne gerechten und ungerechten Menschen schickt. Es gibt etwas in Gott selbst, das ihn sich verpflichten lässt, Menschen zu helfen, die Teil seiner Schöpfung sind. Mit der Terminologie des Geheimnisses gesprochen, gibt es 2 Wege. Ein geringeres Gesetz der Anziehung, das die Dinge durch die Kraft des positiven Denkens anziehen soll, und ein höheres, das Gott einlädt, um eine Beziehung mit ihm zu genießen. Denn Gott wird von positiven Herzenshaltungen wie Demut, Buße, Glauben und Lobpreis angezogen. Gott sagte, wendet euch zu mir, und ich werde mich euch zuwenden. Ich glaube, es ist offensichtlich, welcher der beiden Wege der bessere ist. Besser als Jesus es ausgedrückt hat, kann man es nicht sagen. Alles ist Gott möglich.